Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Ich weiss, dass sehr viel Interesse haben an einem Food Diary, also quasi was ich esse an einem Tag. Und ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, weil ich einfach das Gefühl habe, dass mich das mega beeinflusst, wenn ich das filme. Weil dann habe ich immer das Gefühl, es muss so schön aussehen, es muss so gesund aussehen. Und ich bin jemand, der immer dazwischen so ein bisschen schneugt. Und ich habe jetzt gedacht, ich probiere es wieder. Ich habe das morgen eigentlich schon gemacht. Das ist das. Ein Müsli. Wie nach am Morgen. Ich habe zuerst eine Banane reingeschnitten. Und nachher von dem Alpro-Joghurt genommen. Das ist im Fall ein super Tipp. Gibt es im Aldi. Und das ist ein Sojajoghurt, es hat noch mit Kokosnuss, diverse Geschmäcker. Das ist einfach das ohne Zucker. Man muss aber sagen, das andere hat auch nicht wirklich viel mehr, oder hat nicht sehr viel Zucker drin. Darum, ich tue eigentlich immer so ein bisschen abwechseln. Eben wie gesagt, Bananen, Sojajoghurt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Granola drin und das Queen's Müsli. Das sind beide von meiner Golden Body zuckerfreie Müsli-Linie. Das ist es zu meinem Morgen. So, es ist Mittagszeit. Mein lieber Freund hat gestern noch gekocht. Und zwar ist das so Fegi geschnetzelt. Es hat, soviel ich weiss, Pilz, eben das Fegi geschnetzelt drin. So wie ich ihn kenne, Rahm, Zwiebeln, Knobli und ein bisschen Bratensauce. Und dann haben wir hier Hundskommuni Hörnli. Ich setze hier einfach ein bisschen dazu. Ich bin mir ganz schlecht in Mengen einschätzen. Darum ich lasse mal bei dem. Dann können wir nachher immer noch etwas rein tun. Dann ein kleiner Tipp. Wir haben immer hier die Karaffe voll Wasser. Und ich schmeiße immer noch zwei Teebeutel rein. Es sieht wahrscheinlich etwas schlechter aus, als es ist. Es ist mega fein, hat keinen Zucker, also perfekt, einfach kalter Tee. Also, das ist mein Mittag. Wie gesagt, die Hörnli. Ich habe hier noch zwei Rüebli, einfach zum noch ein bisschen Rohkost hinzufügen. Und kalten Tee. Einen guten. So, bei mir gibt es jetzt noch zwei riesengroße Zwetschgen. Und ich will euch mal zeigen, es sieht so nie so bombastisch aus. Mit so eine schöne Aussicht. So schön. Immer ein Grüssköpfchen pro Tag. Als nächstes habe ich da ganz kreativ ein paar gefrorene Himbeeren ins Glas da und habe jetzt hier noch den Kokosdrink von Alnatura. Es ist so ein bisschen wässrig. Super, wenn es so warm ist draussen. So, wie man hier oben sieht, ist inzwischen fast 4. Ja, fast 4. Ich habe im Aldi so Brotchips gefunden. Ich sage nicht, sie sind gesund, überhaupt nicht. Aber sie sind sicher besser als normale Chips. Das Ding ist, ich gebe am Abend sehr viele Stunden aneinander. Unter Tags verteilt es sich noch ein bisschen besser, aber am Abend ist es wirklich sehr, sehr nah aneinander. Und ich habe keine Zeit, um dort zu essen. Und dadurch, dass ich meistens erst um 9:30, 10 Uhr heimkomme, muss ich. Ich fange jetzt dann etwa um 4:15 Uhr an, wieder mit den nächsten Trainings. Und darum muss ich bis dort an, wie so ein bisschen probieren, möglichst viele Kalorien in mich einzustopfen. Ich mag am Nachmittag nicht eine Hauptmahlzeit essen, das wäre am gescheitsten. Aber darum nehme ich dann halt einfach so Sachen. Ich werde wahrscheinlich nachher auch noch als Müsli nehmen oder so. Aber dass ich am 10 Uhr einfach nicht mehr so gross muss essen, zumindest heute nicht, wo ich am Morgen schon trainiert habe. Wenn es jetzt so wäre, dass ich am Abend trainiere, dann ist sie am Abend nochmal wirklich eine richtige Hauptmahlzeit. Aber so langt dann vielleicht auch etwas Kleines. Und natürlich immer noch ein paar Früchte dazu. Ich bin einmal mehr mega spät dran und nehme darum jetzt noch so einen Riegel mit.
Und jetzt fangen die Trainings an. Wir sehen uns später. So, ich bin inzwischen wieder zuhause von den Trainings. Es ist etwa 8:45 Uhr. Also für alle, die Angst haben zum Kohlenhydrat essen am Abend, ich beweise euch das Gegenteil. Achtung! Ich weiss, es ist wahrscheinlich nicht so appetitlich, aber ich esse jetzt einfach noch die Nudeln auf. Ich bin zu voll, um die zu wärmen. Ich esse das einfach so. Plus noch den Rest von dem, wie gesagt, Alpro-Joghurt, den ich am Morgen schon hatte. Und ich schmeisse da, wir kennen zwar nicht, aber noch, das ist das Queens-Müsli und das ist das Granola. Ich schmeisse das noch rein und je nachdem nehme ich dann noch etwas für vor den Fernseher. Das seht ihr dann auch noch. Aber jetzt ist es.